Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon von trimark.de. Heute ist Dienstag, der 30. April. Boah, Monat schon wieder rum. Morgen ist Mai. Genau, morgen ist Mai. Und wir blicken wieder auf das Triathlon-Geschehen, was sich da draußen tut. Es tut sich viel und wir, das sind in diesem Fall meine Wenigkeit. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher, mir gegenüber sitzt Nils Wiesert. Guten Tag. Euer Chefredakteur. Ja, Triathlon und Carbon Lactat. Carbon Lactat ist ja nicht nur ein Podcast, Carbon Lactat ist auch cool. Ich hoffe doch. Ja, das war jetzt eine satirische Überleitung in ein ernstes Thema. Nein, so ernst ist es nicht. Wir wollen unser Lager räumen. Wir haben schon lange keine Werbung mehr gemacht für unsere... Genau. Ich habe schon gefragt, wie du da jetzt wieder rauskommen willst, aber mach mal ruhig. Ja. Für unsere kleine Merch-Linie, nicht weil wir kein Merch mehr machen wollen, sondern weil wir Platz für Neues schaffen wollen und da gerade im Bereich Dienstleistung, Versender ein paar Dinge ändern. Und darum muss das raus, was noch da ist. Und einige von euch haben vielleicht mich oder Nils schon auf Fotos gesehen mit unseren wunderbaren Carbon- und Laktat-Radklamotten. Da haben wir eine Radhose, ein Radtrikot und eine Windweste. Und wir haben jetzt gesagt, alles muss raus. Ihr könnt die Dinge pro Stück für 20 Euro erwerben. Die Radhose kostet sonst ein Huni, das Trikot kostet 85 Euro, die Weste 80. Und wir verkaufen raus, was noch da ist. Schnapper. Ja, 20 Euro pro Teil, allerdings nur in den noch verfügbaren Größen und die werden jetzt wahrscheinlich nach dem Podcast rapide in einzelnen Größen runtergehen, die Bestände. Da ist teilweise schon nicht mehr viel da und natürlich auch bei solchen Preisen müssen wir auch den Umtausch, wenn es dann doch nicht passt, ausschließen. Wir wissen, Castelli kommt aus Italien, die Italiener sind ein bisschen kleiner gebaut. Ne? Ja, es ist ein bisschen enger alles, also man kann sich ruhig eine Nummer größer zutrauen, auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, eine richtig coole Castelli-Radhose mit Carbon-Lactat-Logo für 20 Euro, ein Radtrikot für 20 Euro, eine Windweste für 20 Euro. Unsere Mützen, es ist nicht Saison, darum haben wir die nochmal radikaler reduziert, die kosten nur 10 Euro. Es gibt noch unseren Pullover, unser T-Shirt und noch ein paar Socken. Alles deutlich reduziert. Ich auch nochmal einkaufen, ey, muss ich gleich nochmal gucken. Na gut, ich höre das ja jetzt schon bei der Aufnahme, ich bin schneller als ihr. Okay, gut, dass wir nicht live sind. Ja, also wie gesagt, das Ganze findet ihr in unserem neuen Shop unter spomedes.de. Wir haben also die ganzen Shops aus unseren Websites rausgeworfen, aus Swim, aus Power and Pace und aus trimark.de. Das Ganze jetzt zentral unter spomedes.de. Da findet ihr auch ein paar reduzierte Reststücke noch aus unserer Triathlon-Kollektion. Auch zu Swim gibt es ein paar Dinge und demnächst gibt es vieles neu. Aber das, was noch da ist, muss jetzt raus und da zählen wir auf euch. So machen wir das. Joa, so, wir haben gleich einen Gast und haben noch 10 Minuten zu überbrücken, bis wir zum Thema kommen. Ziehen wir ein anderes Thema kurz vorweg. Es ist große Olympia-Quali-Zeit und da spitzt es sich jetzt zu, was den letzten Startplatz der deutschen Triathleten in Paris betrifft. Ja, Jonas Schomburg hat Punkte gesammelt. Lasse Priester nicht. Ja, in Chengdu, in China. Das ist ja tatsächlich, ich kann mich ja immer nur wiederholen, ich finde das so, diesen Druck, den die haben, ne, jetzt wirklich da nochmal performen zu müssen und sich quasi aber trotzdem gedanklich schon irgendwie auf was vorzubereiten, das ist doch so viel wert, quasi die Quali schon in der Tasche zu haben und nicht jetzt irgendwie das noch zu müssen. Auf der anderen Seite, wenn du Erfolg hast und das durchziehen kannst, dann hast du jetzt noch mal eine erfolgreiche Rennaneinanderreihung bis Paris. Also ich weiß nicht, was da besser ist. Ja, das ist ja eine ewige Diskussion. Am Ende ist man immer schlauer. Wenn du die Medaille hast, hast du alles richtig gemacht. Wenn du sie nicht hast, war alles falsch. Ich beobachte das ja auch seit vielen Jahren bei den Schwimmern. Da ist es in Deutschland ja jetzt so, dass es einen Qualifikationszyklus gibt, innerhalb dessen man die Norm schwimmen muss. Und dann gibt es maximal 2 Startplätze pro Distanz und die beiden schnellsten, die die Norm erreichen, haben, sind dann qualifiziert. Da war jetzt gerade das Finale bei den deutschen Meisterschaften in Berlin mit teilweise echt krassen, grandiosen Leistungen. Ja, da können wir was erwarten für Paris endlich mal wieder. Allerdings haben wir das früher auch schon mal gesagt. Nach Paris war da nichts mehr. Ist das nicht häufig schon so gewesen, dass man gerade im Schwimmen gesagt hat, irgendwie so die Bestzeit wurde irgendwie vorher geschwommen und dann beim High-End-Event war es dann nicht mehr drin? Ja, ich glaube, ich sehe das jetzt etwas anders. Grundsätzlich bin ich da bei dir in der Vergangenheit. Also ich habe keine Ahnung davon. Ne? Ich beobachte das ja nur. Ja, es ist tatsächlich eine lange Diskussion. Kann man diese Zweigipfeligkeit so gut über alle Athleten timen? Und da man weiß, man kann es nicht über
alle Athleten timen, hat man eben diesen Qualifikationszeitraum, in dem man die Leistung erbringen kann. Das ist ja fast ähnlich wie bei den Triathleten, die auch das Testevent in Paris hatten und dann nochmal das Grand Final der WTCS. Die Amis machen es zum Beispiel komplett anders. Die haben ihre Trials. Das finde ich noch schlimmer. Ja, Mitte Juni zählt's und dann hast du nur noch einen kurzen Vorlauf. In Deutschland war es oft so, dass die das Erreichen der Norm eine so starke Verbesserung der individuellen Leistung erfordert hat, dass der Wettkampf, der besser vorbereitet war, der Qualifikationswettkampf war und dann keine Steigerung mehr möglich war. Und dann hatte man grandiose Leistungen im Vorfeld und Vorlauf aus bei Olympia. Jetzt sehe ich das ein bisschen anders, weil wir ein paar Athleten haben, wo die Leistungsentwicklung so kontinuierlich ist und die jetzt mit einer solchen Leichtigkeit die Norm geschafft haben, teilweise fast Weltrekorde geschwommen sind. Also Paul Biedermann, Ablösung droht, ja, nach 15 Jahren seine beiden Weltrekorde wackeln. Der auf der längeren Distanz mehr als auf der kürzeren, 200 und 400 Meter, haben wir noch den Weltrekord, damals aus der Ära der Wunderanzüge. Und jetzt kommen eben welche, die in normaler Badebüchse, okay, steckt auch genug Hightech drin, aber die dem gefährlich nahe kommen. Und wer mal so seine eigenen Zeiten, es war ja gerade CSS-Testzeit, da wurden ja 200 und 400 Meter geschwommen. Also 3 Minuten 40 auf 200 Meter haben viele geschafft, auf 400 Meter wohl niemand. Nein. Und ich kann auch mich nicht zu gar nichts dazu zählen, leider. Ja, aber ich bin schon geschwommen dieses Jahr, immerhin. Wir haben einen Strava-Account. Die Anna hat kommentiert auf Strava, das glaube ich ja wohl jetzt nicht oder so, oder keine Ahnung, oder mich trifft der Schlag. Ich habe tatsächlich eine Schwimmeinheit in meinem Strava-Account. Sehr gut. Ja, auf Mallorca haben die mich unter Druck gesetzt. Wir waren dann alle am Schwimmen und hin und her und so. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich doch mal einen Tag mit allen Disziplinen, so wie sich das für einen guten Triathlon großartig. Gehört. Ich hab tatsächlich auch zwei Schwimmeinheiten in den letzten Tagen geschafft. Und es geht noch. Sehr gut. Ja, kann ich jetzt nicht behaupten, aber ja. 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 Ich muss ja auch nicht. Ja, so, das waren eben die deutschen Meisterschaften der Schwimmer. Was mir noch so hängen geblieben ist, ist eigentlich eine Erkenntnis, die wir seit Jahren haben, dass so ein deutscher Meistertitel eigentlich nichts mehr wert ist und auch fast nicht gefeiert wird, weil es immer bei deutschen Meisterschaften um das höhere Ziel geht. Das ist auch wieder so ein kleiner Vergleich zum Triathlon. Im Triathlon waren diese deutschen Meisterschaften oft genug eingebettet in Bundesliga-Rennen und der deutsche Meistertitel passierte so nebenbei. Und es war auch für Nicht-Bundesliga-Athleten oft schwer, da überhaupt reinzukommen ins Starterfeld. Also auch so ein bisschen, stand unter einem anderen Stern. Und beim Schwimmen war es jetzt eben so, deutscher Meister, schön und gut, aber wenn du die Norm nicht geschwommen bist, dann warst du enttäuscht. So hat man es oft gesehen. Und dann gibt es aber auch wieder so Einzelstrecken, wo man in Deutschland weit entfernt ist von einer Olympianorm und wo dann wer gewinnt und sich wirklich freut, dass er deutscher Meister ist. Und ja, so gab es alles. Ist doch schön. Ja. Ist doch gut. Ne? Ja, und dann gab es noch was ganz Absurdes. Da gab es nämlich das Rennen über 100 Meter Rücken, wo wir schon mit Ole Braunschweig einen deutschen Olympiaschwimmer haben. Und es wollte noch ein zweiter schaffen, Marek Ulrich, der extra dafür nochmal angefangen hat. Der hatte schon mal extra wieder mit Schwimmen angefangen für die Spiele in Tokio. Da waren dann keine Zuschauer. Jetzt wollte er es nochmal schaffen. Und ist deutscher Vizemeister geworden, hinter dem Qualifizierten, aber es hat nicht für die Norm gereicht. Und dann gibt's im Schwimmsport so eine Regelung, da kann dann der Verein, der Trainer beantragen, dass man noch einen Rekordversuch anhängt ans Wettkampfprogramm. Okay. Also offiziell ging es darum, ob Marek Ulrich den deutschen Rekord schwimmt, alleine. Ganz alleine, mit ganz normal, er wurde aufgerufen, Start, alles ganz normal. Der einzige Unterschied war, dass sein Trainer am Beckenrand stand mit dem Mikro und die Halle angepeitscht hat und ihn. Und er ist dann also alleine geschwommen, nicht gegen den deutschen Rekord, aber gegen die Olympianorm und er hat es um 300stel geschafft und das war so der emotionale Höhepunkt einer deutschen Schwimmmeisterschaft. Stark 300stel, ey, was für eine irre, was für, ja, keine Ahnung, wie viel sind das in Zentimeter? Über 100 Meter Rücken, können findige Leute da draußen mal ausrechnen und uns in die Kommentare schreiben. Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, stark. Ist das beim Schwimmen generell eher schwieriger, eher einfacher, mit mehreren im Becken zu sein? Das weiß ich gar nicht, ob man das schon mal untersucht hat. Du hast natürlich überhaupt keine Wasserbewegung von anderen. Ja. Der Fokus ist komplett auf dir. Ich glaube, der Druck ist höher, weil alle gucken auf dich. Ja, und ach, das muss das Boot aushalten, wenn das in Paris starten soll. Genau. Also er ist jetzt alleine schneller geschwommen als im DM-Finale, wo er Zweiter geworden ist.
Ne? Sehr gut, freut mich. Ein kleiner Ausflug ins Schwimmbad. Ich werde es dann in Paris anders machen. Da werde ich dann aus dem Schwimmbad kleine Ausflüge zum Triathlon machen, weil wir diesmal eine Überschneidung haben. Schwimmen ist ja traditionell in der ersten Woche. Darum sind auch deutsche Schwimmer nie bei der Eröffnungsfeier dabei, weil Kollegen aus der Mannschaft ja am nächsten Morgen gleich in die Vorläufe müssen und dann die Solidarität der Mannschaft besagt, dass man sich die Eröffnungsfeier zusammen im Olympischen Dorf am Fernseher anschauen wird. Ist ja auch irgendwie traurig. Ja, deutsche Triathleten werden aber auch nicht so viel da sein, weil die auch wohl, so wie ich es gehört habe, größtenteils erst nach der Eröffnungsfeier direkt aus der Höhe anreisen werden, aus Livigno oder St. Moritz. Und na, hoffentlich geht das gut. Ja, pass auf. Natürlich muss es aus der Höhe gut gehen, aber so kurzfristig noch mit dem Rad zu verreisen, hat ja auch seine Risiken. Das Rad fährt per Auto, der Athlet fliegt. Ja. Hauptsache, alle sind da und alle sind gesund. Ganz genau. Ne? Ah, ich bin heiß. Ja, ich bin heiß. Auf jeden Fall. Ja. Ist auch nicht mehr lange hin. Es ist nicht mehr lange hin. Ne? Es ist auch nicht mehr lange hin und damit spannen wir jetzt den Bogen zu einer ganz anderen Distanz. Und die nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft. Ja, es könnte nicht weiter entfernt sein, sozusagen, was der Triathlon so hergibt. Genau. Fast. Ich werde morgen, wer das jetzt heute am Dienstagabend hört und für morgen noch nichts vorhat, morgen am 1. Mai um 14 Uhr werde ich mich mit Kollegin Anna Bruder am Kanal, an der Wechselzone 1, der Challenge Rot treffen unter der Brücke. Und dann werden wir eine Radrunde radeln. Wir haben das schon mal über die Community von Power & Pace verkündet, schon einige Zusagen bekommen. Das Wetter soll passen. Also wer morgen am 1. Mai nachmittags nichts vorhat, 14 Uhr radeln wir eine Radrunde auf der neuen Radstrecke der Challenge Rot, die zwei kleine Änderungen erfahren hat. Ja. Und das machen wir aber nur einmal. Ein junger Mann macht das demnächst 240 Mal in 120 Tagen. 120 Tage hintereinander. Ich habe gerade kurz gestutzt bei 240, aber ja, natürlich. Jonas Deichmann muss natürlich auch zweimal die Radrunde fahren, um jeden Challenge, Tag. Die Challenge Rot zusammenzukriegen. Challenge 120 heißt das Projekt, oder? Ja, ein Dritteljahr lang. Jeden Tag Langdistanz. Jeden Tag 226 Kilometer. Ja. Das jeden wirft, Tag Büchenbach. Das wirft Fragen auf, sagen wir mal so. Ja, wir wissen, es ist ein Thema, was eifrig diskutiert wird, wo es Fürsprecher gibt, wo es auch Kritiker gibt und wo man sich drüber streitet, aber... Also alles so wie immer im Triathlon, meinst du? Alles so wie immer. Ja, genau. Ne? Los geht das Ganze am 9. Mai, am Vatertag, mit der ersten und danach kommen nur noch 119. Und wir sind jetzt verabredet mit Jonas Deichmann und versuchen mal, die Verbindung herzustellen und ihn zu fragen, wie denn so die Form ist. Hallo Jonas. Ja, hallo. So, jetzt nochmal. Sorry, jetzt habe ich gerade noch ein Interview gehabt, was bis gerade eben ging. Du bist viel beschäftigt in diesen Tagen. Genau. Geht ja auch in 9 Tagen schon los. Ganz genau. Hi, hier sind Nils und Frank von Carbon und Laktat. Wo erwischen wir dich denn gerade eigentlich jetzt? Ich bin im Hotel Jakob am Fuschelsee. Letzte Vorbereitung sozusagen. Und das ist schon Tapering. Noch nicht. Also ich mache gerade ein bisschen weniger. Ich habe jetzt ich habe vorher 40, 50 Stunden die Woche trainiert und habe jetzt heruntergefahren auf so, ja, also vielleicht 25 Stunden und dann werde ich so die letzten 4, 5 Tage tapern, so richtig. Das hört sich gut an. Ich glaube, man muss dich nicht mehr groß vorstellen. Die Triathlon-Welt kennt dich von deinen unfassbaren Abenteuern, die du gemacht hast, den Triathlon um die Welt. Du hast Amerika durchlaufen, kreuz und quer, verrückte Dinge getan. Und die nächste verrückte Aktion, sorry, wenn wir das als verrückt bezeichnen, aber du willst Challenge Rot machen, 120 Mal hintereinander. Erstmal, wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Oder diese Zahl auf 120? Also ich habe ja immer Abenteuer und Leistungssport miteinander verbunden und habe immer Kontinente so schnell wie möglich durchquert oder Triathlon um die Welt. Und ich werde auch immer Abenteurer bleiben, habe noch viele Ideen für weitere Weltumrundungen und so weiter. Oh, jetzt haben wir Angst. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich möchte einmal wissen, was geht. Also ich habe auch schon länger auch den Gedanken, ich möchte einmal ein Projekt machen, wo es um Leistung geht. Und ich bin jetzt 37, also so auf dem Höhepunkt der sportlichen Leistungsfähigkeit, daher ist das was ich jetzt machen möchte. Und wenn man als Ausdauersportler und Triathlet denkt, okay, was ist denn die krasseste Ausdauerleistung, die mir so einfällt, was für einen Rekord könnte man da machen,
da ist es eigentlich ganz klar, dass es nur einen gibt und das ist der Rekord für die meisten Ironman-Distanzen hintereinander. Und der steht aktuell bei 105, hat er schon Conway aufgestellt. Und da bin ich der Meinung, da geht noch ein bisschen mehr. Aber ich wollte jetzt nicht 106 machen, sondern ich habe ja 120 um die Welt gemacht und jetzt waren wir 14 Monate unterwegs und jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Also ja, 120 in 120 Tagen. Und dann kam der Gedanke, wo mache ich das? Und die Challenge Rot ist einfach ein, ja, ist ja ein Mythos, ein legendärer Triathlon, wo wirklich ein ganzer Landkreis dafür lebt. Und für mich gibt es einfach keinen besseren Ort, um das zu tun. Ja. Du hast dich ganz klassisch vorbereitet in Girona, wie so Weltklasse-Athleten das machen. da warst du tatsächlich jetzt mehrere Monate und wie müssen wir uns das vorstellen? Also weil, ich meine, jeder von uns weiß, wie man für eine Langdistanz trainiert, aber wie bereitet man sich auf so eine Dauer vor? Ja, ich habe mich echt jetzt etwa 4 Monate vorbereitet. Ich meine, ich bin ja erst Anfang November aus den USA von meiner Doppelquerung zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückgekommen. Also die Grundausdauer, die war natürlich da. Und habe dann so 5 Wochen ein bisschen langsamer gemacht und bin dann voll ins Training eingestiegen. Ich habe mir so ein bisschen was bei den Profis abgeguckt. Und zwar, dass die ja mehrmals am Tag trainieren. Im Idealfall sogar alle 3 Disziplinen. Aber die Umfänge habe ich natürlich deutlich gesteigert. Und ich habe dann ja, in der Regel war ich 6-mal die Woche schwimmen, 6-mal die Woche radeln und 6-mal die Woche laufen. Habe dann noch Stabi dazu gemacht und Stretching. Und das ist dann, ja, einfach von morgens um 7 geht es in den Pool und dann bin ich so gegen, ja, 19, 20 Uhr fertig. Und ich habe dann so ein bisschen variiert mit, also ein normaler Trainingstag, würde ich sagen, war vom Verhältnis vielleicht so, ja, 50-60% von der Langdistanz. Und dann gab es einfach noch so Fokustage, wo ich dann eben nur so 15, also da bin ich halt nur 3 Kilometer geschwommen, 15 gelaufen und dann aber halt eine lange Radtour von irgendwie 120, 140 Kilometern und andererseits auch manchmal nur 60 Kilometer geradelt und dann halt ein 28er oder 30er Lauf. Du kannst es nicht sehen, aber wir schütteln hier die Köpfe, weil das für uns echt unvorstellbar ist. Du hast ja auch nicht, und das finde ich so faszinierend, letztendlich kannst du dir das Ding auch nicht angehen und sagen so, ja, ich lasse mir alle Zeit der Welt irgendwie an dem Tag und so, denn der Tag ist ja endlich und so eine Langdistanz dauert ja. Mit welchem Zeitrahmen für die einzelnen Disziplinen kalkulierst du denn so bei den einzelnen Tagen? Also Schwimmen war immer meine schwächste Disziplin, aber ich habe jetzt gerade beim Schwimmen ziemliche Fortschritte gemacht, habe jetzt die letzten 4 Monate auch viel Techniktraining gemacht und bin jetzt mittlerweile von so einer Stunde 25 Richtung eine Stunde gekommen. Ui, wow. Werde es natürlich ein bisschen lockerer angehen lassen, aber ich bin wahrscheinlich über eine Stunde 5 in etwa beim Schwimmen raus. Dann 35er Schnitt auf der Radstrecke, also 5,5 Stunden. Und das jeden Tag? Etwa 4 Stunden der Marathon. Okay. Jetzt kommt da noch eine Mittagspause dazu, weil ich brauche ja so 9.000 bis 10.000 Kalorien am Tag und ich kann halt nicht ins Kaloriendefizit gehen, wie man das so bei anderen Langdistanz macht. Ja. Das heißt, ich werde einmal mittags auch eine Pause machen und was essen und auch in der Wechselzone, ich werde jetzt nicht den Neo von mir reißen, sondern ich werde da schon zügig durchgehen, aber es wird schon 5 bis 10 Minuten dauern. Und dann komme ich insgesamt, habe ich so eine Zielzeit von 12 Stunden. Da würde ich mich drüber freuen. Ja, nein, Wahnsinn, aber man kann das natürlich auch mit dir nicht vergleichen. Aber ich meine, du hast von deinen Ausdauerleistungen ja gesprochen, die du über unfassbar lange Zeiträume erbringen kannst. Aber ich habe tatsächlich bei uns auf der Website, wir begleiten dich ja da ein bisschen auch gelesen, dass du ja auch objektiv gesehen ja tatsächlich wahnsinnig gute Werte hast. Von einer VO2 Max von 70 war da die Rede und Fettverbrennung auf Weltklasseniveau. Das ist was sicherlich auch ja dann hilft, oder? Das durchzuziehen. Außer Frage hilft es. Also ich habe, würde ich sagen, ich habe jetzt natürlich nicht die Spritzigkeit und nicht die Schnelligkeit, um jetzt mit einem Top-Profi mitzuhalten, aber meine Fettverbrennung habe über Jahre hinweg ja solche Umfänge gemacht. Dass meine Fettverbrennung einfach extrem gut ist. Und das ist ja auch das Entscheidende, einfach ein sehr, sehr großer Motor. Und ich bin da einfach unglaublich effizient unterwegs. Und das ist am Ende, was zählt. Einfach für mich ein Komforttempo, wo ich einfach im Grundlagenbereich bin und das einfach über 4 Monate jeden Tag gehen. Ja.
Nur ist der große Motor ist ja die eine Sache, aber ich meine, Abnutzung ist ja auch so eine Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen muss. Also mal scherzhaft gesagt, wie befasst du dich, ich bin wirklich, ich habe so viele Fragen, wie du sowas angehst. Wie beschäftigst du dich mit dem Thema Schmerzen oder Verletzungen in Anführungszeichen? Was zählt da überhaupt? Ich meine, jeder, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat, weiß, dass irgendwann irgendwas wehtut. Aber wie hörst du da nicht da rein, wenn du so lange und immer wieder jeden Tag dich diesen Herausforderungen stellst? Ab wann gestehst du dir zu sagen so, das ist jetzt nicht mehr so gut, das muss ich irgendwie ändern? Oder ja, herzlich willkommen, Schmerz, da bist du ja endlich wieder mein alter Freund. Wie muss man sich das vorstellen? Also muss ein bisschen unterscheiden, natürlich auch bei den drei Disziplinen. Beim Radfahren, ja, sind dann vielleicht mal eine Verspannung irgendwie im Nacken oder so, aber das ist jetzt nichts, wo man irgendwas kaputt machen kann. Also beim Radfahren habe ich jedenfalls noch nie gehabt und ich bin ein paar hunderttausend Kilometer geradelt in meinem Leben. Das sind alles Schmerzen, die auch wieder weggehen. Beim Laufen ist natürlich eine andere Belastung, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt einfach über mehrere Tage auch irgendwie Probleme bekommt. Ich habe das große Glück, dass ich noch nie richtige Probleme hatte mit dem Körper und auch keine Vorerkrankungen oder meine Verletzungen, die da irgendwas kaputt war, die ich jetzt mit mir rumschleppe. So ist es nicht, sondern ich bin wirklich topfit, was das angeht. Ich habe viel Stretching und Stabi gemacht, auch in der Vorbereitung, um einfach das Risiko dazu zu minimieren. Und ich gebe am Ende ganz klar aber auch die Verantwortung ab, muss ich sagen. Mhm. Ich bin von dem Bernd Langenstein, der ist auch Chefarzt von der Sportklinik an der Uni Nürnberg und auch zum Beispiel der Chefarzt von FC Nürnberg und Ice Tigers, selber mit so Extremsporterfahrungen. Wenn ich jetzt merke, irgendwie, dass das von meinen Werten her er sagen würde, Jonas, wenn du weitermachst, dann wirst du bleibende Schäden davontragen. Das ist für mich der Moment, wo Stopp ist. Alles andere, es geht weiter. Aber bleibende Schäden werde ich natürlich nicht riskieren. Das heißt, ich nehme an, dass die Möglichkeit eines mentalen Scheiterns, die gibt's für dich nicht, nehme ich mal an. Ich meine, das ist ja wie wir uns durch so unseren einen Tag, Renntag durchschlawinern, dass wir irgendwie sagen so, okay, aufhören ist jetzt keine Option, wenn es einfach nur einem schlecht geht. Das gleiche Thema, wenn man natürlich eine Verletzung hat und so weiter oder irgendwie was Lebensbedrohliches ist, die andere Geschichte. Aber nur einfach so, mir geht's schlecht, ich höre auf, das gibt's für uns nicht an einem Tag. Aber hast du Bedenken, dass dir das an irgendwann auf dem Weg passieren könnte, sowas? Oder wie gehst du damit um? Nein, das, da bin ich mir sicher, dass es nicht passieren wird. Ich bin sowas von motiviert. Ich habe schon viele andere sehr schwere Projekte mit Rückschlägen und Tiefpunkten hinter mir. Und ich weiß, es ist möglich und ich weiß, ich habe Bock drauf. Und ich weiß auch, da werden sehr harte Tage und Tiefpunkte kommen, aber die gehören auch dazu und da finde ich auch einen Weg durch. Das heißt, rein mental mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Es hat dann auch viel mit, sag ich mal, einem positiven Mindset zu tun und kleine Ziele haben. Also ich denke dann halt an die nächste Wechselzone oder an die nächste Verpflegungsstation, wo es was Leckeres gibt. Und darauf freue ich mich. Und das ist auch das große Geheimnis, dass man nicht denkt an Tag 5, oh, mir tut schon alles weh und 215 Langdistanzen kommen noch, sondern dass ich denke, hey, ich muss jetzt hier die Schwimmstrecke beenden und dann darf ich aufs Fahrrad und dann kommt noch ein kleines Läufchen und schon habe ich wieder einen Tag geschafft und 120 Tage später bin ich durch. Ja. So einfach ist es im Prinzip, ne? Genau. Du wirst ja auch, mache ich mir gerade so, du wirst ja quasi die Jahreszeit noch ganz anders erleben. So langsam erwacht der Frühling, dann bist du irgendwann mitten im Sommer. Ich hoffe nicht, dass sich der Herbst noch ereilt oder der Frühherbst. Sag mal gerade, was ist der letzte Renntag dann? Am 9. Mai geht's los? 5. September. 11. September, okay. Es sollte alles gut sein, aber ich mache mir natürlich jetzt gerade so ein bisschen Gedanken, habe jetzt nochmal eine Schwimmhaube bestellt zum Beispiel, weil das Wetter ja letzte Woche so extrem schlecht war, hier sogar geschneit, dass der Rotsee ein bisschen kälter ist, als ich erwartet habe. Und ich hoffe, der kann sich jetzt nochmal ein bisschen aufwärmen, aber wenn ich jetzt in der ersten Woche, sag ich mal, einen ziemlich kalten See habe und dann auf der Radstrecke vielleicht auch 10 Grad und Dauerregen, dann wäre einfach das Risiko, krank zu werden, groß. Und das ist auch so, mental mache ich mir null Sorgen, das Projekt ist machbar. Die größte Herausforderung für mich wird es sein, 4 Monate nicht krank zu werden. Ja, ja.
das wissen wir alle von einer Langdistanz, wie offen das Fenster danach ist. Das füllst du dann einfach mit der nächsten Langdistanz. Ganz genau. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du quasi dann abends fertig bist mit Essen und so weiter? Wie legst du dich dann ab irgendwo? Ist das alles geplant, immer gleich oder variiert das noch? Also ich habe 2 bis 3 Mal die Woche einen Physio, der kommt. Und der Tag ist dann ein bisschen anders. Ansonsten, ich komme ja direkt vom Challenge Rot Headquarter an. Das ist der Zielbereich. Meine Wohnung ist am Solarer Berg und also auch nahe der Schwimmstrecke. Das heißt, mein Vater macht meine Betreuung. Der wartet dann schon direkt mit so einem Recovery-Shake und dem ersten kleinen Abendessen. Das ist saus eine Viertelstunde im Auto wieder zurück in die Wohnung. Da kann ich schon mal anfangen mit dem Carboloading. Und dann gibt es, je nachdem, ob Physio da ist, nochmal eine Physiobehandlung und danach Abendessen oder direkt Abendessen und dann werde ich auch relativ schnell ins Bett. Du bist natürlich für dich und alleine unterwegs ohne Begleitung. Du hast auch bei uns gesagt, Begleitung wäre durchaus erwünscht, ne? Wenn an bestimmte Regeln sich gehalten wird oder so, können die Leute dich schon mitverfolgen und anfeuern oder auch hinter dir herfahren oder laufen. Auf jeden Fall. Also ich freue mich über Begleitung. Und ich bin mir sicher, ich bin ja auch ein bisschen bekannt in Deutschland und in Rot, das ist einfach eine Gegend, die für den Triathlon lebt. Da werden sicherlich einige vorbeikommen und das macht es für mich dann auch weniger monoton, wenn ich einfach immer Begleitung habe. Und ich habe einen Live-Tracker auf meiner Webseite, die ungefähren Wechselzonen und Wechselzeiten und die Wechselzonen sind auch da. Also ich bin ziemlich einfach zu finden, daher einfach zur Strecke kommen und mal ein bisschen mitmachen oder 2 Freunde mitbringen und eine Staffel machen. Jeder soll so viel machen, wie er Lust hat und sich zutraut. Ja, großartig. Wie viele klassische Langdistanzen über die Originalstrecken 3,8 Kilometer, 180 und 42 hast du schon gemacht, jetzt nicht eingerechnet in andere größere Dinge, sondern wie oft hast du schon die klassischen 226 Kilometer gefinisht? Einen klassischen Wettkampf habe ich noch nie gemacht. Also geht es gleich mit der Bestzeit los. Der Tag 60 wird für mich der erste offizielle Triathlon, weil ich ja auch mit den Profis da auch mit teilnehme. Bei der Challenge Rot, für mich die Halbzeitmarke, dann gibt es noch 60 extra Runden. Und ich habe natürlich Triathlon um die Welt, aber das war ja erst die eine Disziplin, dann die andere, dann nochmal eine. Ich habe jetzt in der Vorbereitung in Girona 70, 80, 90 und 100% von der Langdistanz gemacht, an 4 Tagen hintereinander. Dazu muss man sagen, das war ohne Zeitfahrrad und unsupported, habe noch gekocht nebenbei und so weiter und 2.500 Höhenmeter auf der Radstrecke, also es war definitiv ein bisschen härter als eine normale Langdistanz. Aber das ging wunderbar. Ich habe auch am nächsten Tag, ich war noch frisch und munter, habe keine Beschwerden gehabt. Und das gibt mir auch viel Vorfreude und Selbstvertrauen, dass ich, sag ich mal, so eine Langdistanz mit Vorbelastung auch problemlos weggesteckt habe. Aber ja, Tag 60 wird mein erster offizieller Triathlon. Ja, du hast ja die Strecke auch schon dir angeguckt. Was erwartest du vom Renntag selbst? Das kennst ja sicherlich auch die Videos und so weiter, aber wenn ich so Stichpunkte wie Solarer Berg fallen lasse oder Kanal, Schwimmstart morgen, was stellst du dir darunter vor? Ja, es wird unbeschreiblich. Also es ist einfach ein Riesenerlebnis. Die Stimmung, das kennt man ja aus dem Triathlon-Sport so gar nicht. Das ist wie Alpe d'Huez für Radfahrer. Und da für mich ist es so ein ganz, ganz großes Highlight, auch für die Motivation. Ist auch bewusst auf Tag 60 gelegt, weil ich einfach dann so ein Ziel vor Augen habe, was nicht mehr so weit weg ist. Und dann kommt der Tag und dann ist auch schon mehr als die Halbzeit geschafft. Für mich wird es trotzdem eine Riesenherausforderung, der Tag, denn ich könnte ja eine Langdistanz auch ein bisschen schneller machen als 12 Stunden. Ich weiß nicht, wie schnell ich das an Tag 60 machen könnte. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist mir ganz egal. Ich werde mich nicht von der Rennstimmung motivieren lassen und dass ein bisschen, wenn mich jemand überholt, dann soll er mich überholen. Ich werde da keinerlei, mein Ziel ist, ich möchte auch Tag 60 in exakt 12 Stunden finishen und keine Sekunde schneller. Da bist alles andere würde ich einfach später bereuen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man so diesen,
alle anderen sind im Rennmodus und ich bin's nicht. Ja, und es werden sehr, sehr viele Leute um dich rum sein, denn das ist ja die klassische Zeit sozusagen, wo dann die Masse kommt irgendwann. Eigentlich noch langsamer, eigentlich noch dahinter, auf jeden Fall. Du hast es am Anfang angesprochen, Sean Conway hält den Rekord mit 105 am Stück. Wenn ich das richtig verstanden habe, hattest du schon Kontakt zu ihm? Ja, der Sean ist ein super Typ. Wir haben schon seit ein paar Jahren miteinander Kontakt, weil ich habe eine lustige Geschichte. Er hat, wo ich meinen ersten Weltrekord aufgestellt habe, die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad, da habe ich den Europarekord gleich noch mitgenommen. Und da war der Sean gleichzeitig unterwegs, hat sich dann leider verletzt. Also ich habe den Rekord geholt. Er ist dann aber ein Jahr später gekommen und hat ihn gebrochen, also den Europarekord. Und dann habe aber ich von ihm den Rekord mit dem längsten Triathlon gemacht. Der stand nämlich, hat einen Triathlon rund um Großbritannien gemacht. Und den habe ich dann abgequadet auf einmal um die Welt. Also wir haben so ein bisschen eine gemeinsame Geschichte auch. Und aber da ist jetzt kein, das ist einfach eine super, super Konkurrenz in der Hinsicht. Er hat mir auch beim Floßbau damals geholfen und ich habe ihm mit Tipps bei verschiedenen Projekten geholfen. Und wir waren jetzt auch im Austausch, wir haben oft miteinander telefoniert und er hat mir seine Erfahrungen geteilt und was er anders machen würde. Also auch hochinteressant mit dem 70, 80, 90, 100% ja. Langdistanz kommt auch von ihm der Vorteil, weil er gesagt hat, dieses Tapering davor und macht es nicht zu sehr, einfach aus dem Grund, das wird, wenn du nicht in absoluter Topform am Start bist und das auch schon mal gemacht hast, dass dein Körper weiß, wie sich mehrere Langdistanzen hintereinander anfühlen, dann überlebst du ja die ersten 10 Tage gar nicht. Und am Ende hat er gemeint, wo ich auch vollkommen zustimme, besser in sehr, sehr guter Form reingehen und dann irgendwie am Tag 100 müde werden und sich irgendwie ins Ziel steppen, als zu viel tapern und dann einfach in den ersten Tagen eine Verletzung zu bekommen, und weil die Form halt doch nicht perfekt war, und die schleppt man sich dann für 4 Monate mit sich rum. Er hat ja quasi noch eine Verlängerung draufgelegt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Er hat gesagt irgendwie so, ach komm, ich mach noch einen, irgendwie so, obwohl sein Ziel eigentlich erreicht war. Würdest du das ausschließen für dich, oder ist bei dir nach 120 Schluss, oder kannst du sagen so, oh, wenn ich noch Bock habe, mache ich noch weiter? Ist die Wohnung so lange gemietet? Also die Wohnung lässt sich sicherlich verlängern. Ich habe es jetzt nicht geplant, sage ich auch ganz offen. Ich habe 120 um die Welt gemacht. Also ist für mich 120 eine schöne Zahl, um aufzuhören. Irgendwann ist es auch mal gut, ne? Wann wird der Bart länger sein? Nach dem Triathlon um die Welt oder nach der Challenge Rot? Also beim Triathlon um die Welt, da habe ich mich ja 14 Monate nicht rasiert. Diesmal wären es nur 4 Monate. Also der Bart, der wird im September auch prächtig, aber nicht ganz so lang. Wir sind extrem gespannt. Großartig, großartig. Gibt es die Option, hast du mit dem Orga-Team in Rot gesprochen, ob du am 2. Juni oder 18. August eine Freistellung bekommst, um dir dann im Durchgehen noch in Hamburg oder Frankfurt die Hawaii-Quali zu holen? Habe ich noch gar nicht besprochen, um ehrlich zu sein. interessanter Punkt. Mal gucken, was der Felix dazu sagen würde. Aber vielleicht kriege ich nach dem Projekt ja auch noch so, würde ich da vielleicht eine Wildcard bekommen. Keine Ahnung, aber es ist jetzt erstmal noch nicht in meinem Programm. Okay. Ja, wir sind sehr, sehr gespannt. Ich werde mir morgen die Radstrecke mal angucken. Wir werden da nicht denken unterwegs. Und wenn dann so langsam nach dem Solarer Berg die Kräfte ausgehen und wir die erste Radrunde nur zu Ende rollen, werden wir wissen, okay, das hat er jetzt noch 239 Mal vor sich. Ich glaube, ja, ich wünsche euch ganz herzlich Spaß morgen. Ja. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir uns in den nächsten 120 Tagen mal sehen werden. Also auch das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wir werden dich sicher mal besuchen und dann nehmen wir auch ein Fahrrad mit. Ja, da freue ich mich auf euch. Alles Gute für dein Vorhaben und beim Thema mentale Stärke, da muss man sich spätestens jetzt keine, wenn man das gehört hat, wie du auftrittst, keine Sorgen machen, dass da irgendwas passieren könnte. Und für die Gesundheit drücken wir die Daumen. Ja, sag noch einmal bitte, wo können dich die Leute verfolgen? Auf den 226 Kilometern in Rot sowieso, aber wo kann man dir beiwohnen und deine Performance miterleben? Also natürlich Instagram, Facebook, YouTube auf meiner Webseite. Ich bin jetzt auch wieder zurück auf Strava. Ich war ja ein paar Jahre nicht mehr auf Strava, weil ich Komoot hatte. Aber für das Projekt, da muss man schon Strava nutzen.
Und dann natürlich am allerliebsten einfach in Rot auf der Strecke. Ja, das lassen wir noch als Schlusswort so stehen. Wie gesagt, wir werden uns da auch anschließen eines Tages. Wünschen dir erstmal einen guten Start und ein gutes Gelingen. Ja, viele, viele persönliche Bestzeiten in den ersten Tagen und auch in den Tagen, die vielleicht vom Wetter her nicht so doll sind. Viel Spaß und gutes Durchhaltevermögen. Vielen Dank, Jonas Deichmann. Super. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut. Ja. Crazy. Ja, man muss sich einfach darauf einlassen und tatsächlich auf das, was er gesagt hat, dass es, wenn er sagt, das ist machbar und er kann das, dann gibt es keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Ja. Also, ne, das ist, finde ich das Faszinierende immer an solchen Vorhaben, dass das Limit letztendlich ja nur durch den Kopf gesetzt wird, irgendwie letztendlich, ob man bereit ist, das durchzustehen, und da muss natürlich der Körper topfit sein, das hat er ja auch deutlich gemacht und sieht man ja auch, wenn man ihn sieht und auch, wenn wir gehört haben, wie viel er trainiert und so weiter, das macht man natürlich nicht außer kalten Hose. Ja. Das ist spektakulär. Schon krass, ne? Also ich weiß so aus meinen Langdistanzjahren, es gibt zwei schlimme Nächte im Jahr, wo ich ganz schlecht schlafe, das ist die Nacht vorher und die Nacht hinterher. Naja, da haben wir doch was. Da haben wir doch was. Machen wir mal, um das Ganze sacken zu lassen, einen kurzen Moment Werbung. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Pillar Performance. Das kennt ihr schon. Worum geht es? Ich sag's trotzdem nochmal. Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen und die Produkte aus dem Pillar-Sortiment, die sollen Leistungssportlern unter anderem bei der Erholung helfen und Energie geben. Und zahlreiche Profis, wie zum Beispiel Frederik Funk oder Ex-Profis wie Jan Frodeno, die setzen bei ihrer Regeneration auf das Triple Magnesium von Pillar. Das ist ein Produkt, das eine besondere Dosis Magnesiumglycinat enthält. Und das wiederum, so berichten die eifrigen Nutzer, soll die Erholungswerte, die man mit den verschiedenen Devices messen kann, stark verbessern. Das tut gut und das schmeckt gut, sagen die Nutzer. Und man hat verschiedene Varianten, zum Beispiel die Ananas-Kokosnuss-Richtung oder die Bärenvariante, je nachdem, ganz nach Geschmack. Wie geht das Ganze? Man rührt sich das Triple Magnesium einfach in einen Shaker an, halbe Stunde vor dem Schlafengehen trinken und sich quasi in den Schlaf rein erholen, durch den Schlaf besser schlafen, erholen. Und wenn ihr das auch ausprobieren wollt, wenn ihr die Pillar-Produkte testen möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMARK in einem Wort, großes M in der Mitte, für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Und das Ganze gibt's natürlich auch noch in den Shownotes. Ja, 120 Langdistanzen. Wir verkürzen mal das Thema auf eine Langdistanz, die nämlich stattgefunden hat, nachdem wir schon einen wunderbaren emotionalen Saisonauftakt beim Ironman Südafrika hatten, stand jetzt Texas auf dem Programm am Wochenende. Ja, man muss sich da jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, ne? Eine ganz andere Welt. Ein Tag, ein Renntag. Ein Renntag. Die erste Langdistanz in der neuen Ironman Pro Series, eine Langdistanz mit Tradition, auch mit deutscher Tradition. Und wir haben natürlich alle geschaut, was macht ein Patrick Lange, und am Ende haben wir uns gefragt, wer ist eigentlich dieser Sieger? Ja, gebe ich zu, ist tatsächlich so. Ja, es war tatsächlich dann doch noch ein bisschen eine Überraschung. Vor allen Dingen, also ja, wie sich das Rennen entwickelt hat, kann man alles auf trimark.de nachlesen, langer Rentenbericht. Aber du spielst natürlich darauf an, Thomas Rodriguez Hernandez. Ich muss tatsächlich auch noch mal gucken, hat das Männerrennen gewonnen vor Patrick Lange. Und wenn man jetzt einmal kurz überlegt und sagt, also ja, Patrick Lange hat sich ganz gereicht mit seinem besten Lauf, war nicht der schnellste Lauf. Den schnellsten Lauf hatte nämlich eben der Sieger, und das ist schon was Besonderes. Da ist was, wo man aufmerken muss. Ja, ich saß ja nun im Schwimmbad in Berlin und habe mir den Tracker zwischendurch mal angeschaut und habe gedacht, ja, Patrick Lange kommt, aber hoppla, da ist ja noch einer dazwischen, der läuft aber noch mal ganz andere Kilometerschnitte. Da waren ja teilweise 20 Sekunden pro Kilometer Unterschied zu einem Patrick Lange, und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, man muss es so ein bisschen einordnen. Also um bei Patrick nochmal zu bleiben, irgendwie letztendlich für ihn ist das Rennen im Prinzip doch
zufriedenstellend gelaufen, so muss man sagen, auch ne? wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat, aber er hat ein sehr gutes Schwimmen gehabt wieder für seine Verhältnisse, kommt damit mit absolutem Abstand, wo man sagen kann, das ist absolut okay, zu den besten Schwimmern im Feld raus, und dann hat er gesagt, so war halt dann doch, wer die Bilder gesehen hat aus Texas, halt Highway rauf, Highway runter, das heißt einmal lange Strecke Gegenwind, einmal mit dem Wind, einmal Gegenwind mit dem Wind und so weiter, und das hat ihn tatsächlich vor allen Dingen der Gegenwind, so hat er sich geäußert, hat ihm hart zu schaffen gemacht. Irgendwie letztendlich sieht er sich dann nicht als kleiner, sehr leichter Athlet. Das ist nicht seine Welt. Muss er sich durchbeißen. Und das bedeutet natürlich, dass es einen Rückstand gibt. Und man hat aber dann trotzdem irgendwie den Eindruck, dieser Rückstand, es gibt keine zu große Lücke für Patrick Lange, es sei denn, es kommt ein weiterer Überläufer ins Spiel. Und das war dann eben in diesem Fall der Fall. Und dann reicht es am Ende dann eben auch mal nicht. Und wie gesagt, also für mich dann schon überraschend, dann haben wir natürlich halt reingeguckt, sofort in die Statistiken und so weiter. Und da fällt dann natürlich auf, so ganz aus dem Nichts kommt das dann eben dann doch nicht. Letztendlich haben wir da, also kommt Thomas Rodriguez Hernandez von der 70-3-Distanz, hat da schon durchaus gute, mehrere Top-10-Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften, die ist nicht ganz so gut, aber hat dann zum Beispiel auch den Ironman 70-3 Cozumel gewonnen im letzten Jahr, war Vierter schon in Boulder und hat da zum Beispiel beim Ironman 70-3 Boulder und hat da auch angedeutet, dass wir da wirklich nicht nur von einem guten Läufer, sondern von einem sensationellen Läufer reden. Er hatte da die beste Laufzeit mit 1:09:26 auf der Mitteldistanz. Deutlich schneller als zum Beispiel Sam Long, der da gewonnen hat und wo man einfach sagen muss, so okay, dann das ordnet das schon mal so ein bisschen ein. Hat in diesem Jahr den Ironman 73 Campeche gewonnen. Hatte dann nach eigener Aussage und auch nach Zahlen ein sehr schlechtes Rennen in Oceanside, das war 45. gewesen. Und jetzt eben auf der Langdistanz. Boom. Boom. Ironman Texas. Ja, also wir werden, wenn ihr den Podcast hört, ist es schon online. Wir werden uns natürlich auch mit dieser Personalie beschäftigen und es gibt ein Porträt und eine Historie über Thomas Rodriguez. Hernandez ist dann, das haben wir nochmal recherchiert, der angehängte zweite Nachname. Also er findet. Ich hab gedacht, ich mach's lieber komplett, aber. Okay, genau. Thomas Rodriguez. Genau, und das könnt ihr also nachlesen auf trimark.de. So, ja, ich denke, es wird online sein, bevor der Podcast online ist. Also da findet ihr weitere Informationen. Ja, zu Patrick Lange, du hast es gesagt, er ist so zufrieden mit dem Rennen. Ne? Er hatte ja auch einen etwas schwierigen Saisonauftakt da, wo er doch unter seinen Erwartungen geblieben ist, beim Ironman 73 Oceanside, aber... Ja, das komplette Gegenteil halt, ne? Extrem kalt, jetzt hier in Texas war es heiß und schwül, und Patrick hat im Vorfeld gesagt, bei uns im Interview, irgendwie so, damit kann keiner besser umgehen als ich. Also das macht ihm einfach überhaupt nichts aus. Wobei viele Athleten an dem Tag geklagt haben darüber, dass es wirklich harte Bedingungen waren und so weiter. Auch wieder viele, einer aber nicht, und das war Thomas Rodriguez, der hat dann im Rennen angesprochen darauf an, ob auf die Hitze und ob er da gut mit ab kann, hat er gesagt, na, das war noch, also es war nicht sehr heiß, hat er gesagt. Das ist für ihn, ist das Komforttemperatur. Okay. Da ist er viel Heißeres gewohnt. Überhaupt kein Problem. Das heißt, den müssen wir auch auf Hawaii auf der Rechnung haben? Er hat erstmal in den Raum geworfen, natürlich, dass er natürlich die Pro Series gewinnen will. Also das war richtig vorneweg. Okay, also ich meine, so viele Siegerinterviews hat er noch nicht gegeben. Ja, aber da hat er gesagt, warum soll ich mich da zurückhalten? Er hat gesagt, natürlich ist das sein Ziel, die Pro Series zu gewinnen. Und das beinhaltet ja dann auch auf jeden Fall die WM, würde ich mal behaupten. Ja, da können wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie es denn so in der Pro Series steht und wo die Tendenz dahin geht. Ja. Aber bleiben wir erstmal in Texas. Ja. Patrick Lange war ja nicht der einzige deutsche Starter, Florian Angern hatten wir auch noch, der war dann eher enttäuscht am Ende, der hat das Rennen nur kurz mitbestimmt. Ja, das ist tatsächlich, es ist mittlerweile fast schon, also aus neutraler Sicht, also für seine Anhänger muss das wirklich zermürbend sein und für ihn natürlich auch, zu sehen, dass er eigentlich wieder gut dabei war. Hm. Ja, ich meine, beste Schwimmzeit und lange auf dem Rad mit vorne und dann passiert irgendwas. Mhm. Ja, und dann konnte er halt beim Laufen, ging halt gar nichts mehr.
wie man Florian Anger kennt, sofort wieder Analyse auf Instagram wieder gesagt, hey, es ist eine weitere bittere Pille, die ich schlucken muss. Es ist einfach so. Es ist nicht schön zu reden und der taucht ja nicht ab dann und meldet sich irgendwie ein halbes Jahr nicht, sondern er sagt halt einfach so, es ist bitter, dass es wieder nicht geklappt hat, aber ich weiß, ich bin besser als letztes Jahr, es muss halt nur irgendwann funktionieren und das ist ja bei aller Neutralität ihm einfach zu wünschen. Ja, weil ich finde, man sieht immer, wie viel Arbeit in sowas drin steckt und wie viel Hingabe und auch da jetzt wieder Vorbereitung vor Ort und Anpassung und so weiter und dann passiert doch irgendwas, was dir letztendlich das Rennen verhagelt. Ja. Das ist tragisch. 24. ist am Ende geworden, ja. Ja, dafür haben wir eine andere, wie ich finde, angenehme deutsche Überraschung. Paul Schuster ist wieder da, nach langer Pause. Er war ja schon deutscher Meister im Triathlon auf der Langdistanz. Ne? Jetzt ein Name, den der Nicht-Triathlet vielleicht gar nicht so kennt, weil er eben, wie gesagt, auch nicht so oft in Erscheinung getreten ist in der Vergangenheit. Aber jetzt Platz 6. Ja, und du sagst es, anderthalb Jahre raus gewesen, irgendwie auch tatsächlich in Texas, in den Woodlands, damals einen Sturz gehabt. Das sollte der große Knall werden auf Hawaii. Also im positiven Sinne wollte er durchstarten, er war qualifiziert und konnte dann eben nicht an den Start gehen aufgrund von einer Handverletzung. Fast zur gleichen, wenn ich das richtig sehe, fast zur gleichen Zeit wie Cat Matthews damals auch da. Also das ist natürlich mit anderen Folgen, aber für ihn war es halt die Folge, dass er damit lange raus war, dann eine lange Krankheitsgeschichte hatte, in der er nicht trainieren konnte und tatsächlich jetzt wieder aus einer ganz, ganz langen Versenkung wieder aufgetaucht ist und tatsächlich wieder zack, mitten rein. Wir hatten es letzte Woche schon, dass es immer ein Athlet ist, als wir dann die Startliste durchgeguckt haben, haben wir gesagt, so, Paul Schuster, warum nicht? Ne? Es ist auch ein Athlet, der sehr ausgeglichen ist, ne? der wirklich keine echte Schwäche hat. Und ja, es hat geklappt. Mhm. Die Hawaii-Quali ist im Sack und das halt schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt der Saison. Spannend. Ja. Auf jeden Fall wieder ein Name, der wieder auf der Bildfläche zurück ist. Sehr schön, sehr schön. Das werden wir auch nochmal aufarbeiten, wer denn jetzt schon qualifiziert ist in diesem Jahr aus deutscher Sicht. Hast du noch weitere Aspekte zum Männerrennen, bevor wir auf die Frauen schauen? Ja, vielleicht noch einmal zu diesem wahnsinnigen Lauf, da hieß es dann auch, war natürlich sofort Patrick Langes Langstreckenlaufrekord, den er ja immer noch hält vom Ironman Israel und den er ja selber unter 2:30 drücken möchte und bisher das noch nicht gelungen ist, so, ne? Aber das ist ja ein Ziel von ihm, was er ja ausgegeben hat. Angesprochen darauf hat Thomas Rodriguez gesagt, ob er auch unter 2:30 laufen kann, hat er gesagt, na klar kann ich unter 2:30 laufen. Ja, wie schnell denn so? Ja, so 2:28 würde er sich schon zutrauen. Das wäre durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Also ich zitiere nicht, sondern ich gebe ihn inhaltlich wieder. Aber vom Mut her hat er das ungefähr so gesagt, so ja klar, 2:28 glaubt er ist drin. Und da frage ich mich halt, wenn Patrick Lange sowas hört, da denke ich immer so, okay, ja. Schatz feiert. Also das ist tatsächlich ja, das ist mein Ziel, unter 2:30 zu kommen. Da bin ich mal gespannt, wer es als erstes erreicht. Ja, ne? Das Rennen ist eröffnet. Ne? Es ist hochspannend, weil ja, bisher hatte man immer Patrick Lange als den Überläufer, aber man wusste, alle anderen werden da nicht rankommen an diese Laufzeit. Und die Frage ist, wie gestaltet sich das Rennen bis Ende des Radfahrens? Da kommt jetzt vielleicht eine neue Komponente ins Spiel. Gut, vielleicht war es auch nur ein Eintagsfliege. Du hast gesagt, eine gewisse Vorerfahrung, Geschichte ist da, aber eben auch mit anderen Ergebnissen. Und wenn da jemand was aufmischt, von dem wir bisher noch gar nichts gehört haben, wird's bunter. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich tatsächlich, um das dann abzuschließen, das Männerrennen, ist es tatsächlich so, dass ja Patrick Lange sich einfach auf diese Karte, die er immer noch irgendwie aus dem Ärmel ziehen kann, am Ende sich nach wie vor verlassen kann, sich keine Sorgen machen muss, wenn er wirklich Minuten Rückstand sind. Wünschen würde sich das natürlich schon, dass er näher dran ist, weil er dann natürlich auch weiß, das besser kalkulieren kann. Aber auch hier sah er wirklich gut aus. Und es ist halt dann immer, es wäre halt immer, und das hatten wir in Nizza ja auch schon diskutiert, lass das Rennen noch 2-3 Kilometer länger sein, dann reicht's vielleicht. Ja gut, aber das kann man sich nicht aussuchen. Das Ziel ist da, wo es ist. Ja, wie gesagt, jetzt kannte niemand diesen Thomas Rodriguez Hernandez. Vielleicht ist eine Renngestaltung dann auch ein bisschen anders, wenn man weiß, okay, da ist noch so einer. Ja, also das ist der, genau. Ja, das ist möglich.
Ja, auf, also, aber mit einem größeren Knall kann man fast nicht auf der Bildfläche erscheinen. Ja. Nee, das kann man wohl so sagen. Und mit größeren Fragezeichen in der Szene dann auch nicht. Sicher eine Personalie, die wir weiter verfolgen werden. Der Rückstand von Patrick Lange, 1:36. Das sind 96 Sekunden. Also ein Ergebnis nah dran an der Idealpunktzahl. Wir kommen gleich nochmal auf die Ironman Pro Series zu sprechen. Sprechen aber vorher noch über das Rennen der Frauen, über, ja, Kate Matthews. Ja, da muss man eigentlich über, also natürlich könnte man auch nur über einen anderen Namen sprechen, aber es war dann wieder das, worüber man auch schon vorher ja diskutiert hat, die Vorjahressiegerin Kate Matthews. Sie ist und bleibt, auch wenn sie das nicht hören möchte, die Königin des Comebacks, irgendwie immer Rückschläge, und sie schafft es immer irgendwie wieder, sich da rauszuziehen. Und auch hier, sie kam ja mit einer sehr guten Leistung von Miami und musste dann, wir haben viel darüber gesprochen, geschrieben, aufgrund einer Wadenverletzung da letztendlich aufgeben. Die Frage war, in welcher Verfassung geht sie jetzt hier an den Start in Texas? Bei einer harten Langdistanz, in harten Bedingungen und so weiter. Wie schnell kann man sich bei so einer Verletzung wieder in Form bringen? Wie kann man in den anderen Disziplinen in Form bleiben, ohne dass man das gefährdet? Wie macht man das beim Laufen? Denn ich meine, letztendlich ist ja das auch ihre ganz große Stärke. Und wie geht sie da überhaupt dann ins Rennen? Das war die Frage vorher. Und im Rennen konnte man sehen, und das hat sie letztendlich nachher auch so wiedergegeben, sie wusste es selber nicht, wo ihr Lauf steht. Und deswegen hat sie gesagt, musste sie alles beim Radfahren raushauen, um zu sehen, okay, ich brauche vermutlich jede Sekunde, die ich kriegen kann nachher beim Laufen. Und hat beim Radfahren alles gegeben. Hat sich auch dabei eine Zeitstrafe eingehandelt wegen Drafting, wo sie im Nachhinein gesagt hat, sie will das gar nicht groß kommentieren. Sie musste 8-mal nachfragen, wofür sie das überhaupt bekommt. Und dabei wollen wir es auch. Also, man hat es ja natürlich auch bei der Übertragung, es war ja der Race Ranger im Einsatz, auch immer mal wieder gesehen, wenn sich Felder zusammengeschoben haben, dann leuchtet es munter in allen Farben und so weiter. Es bleibt schwierig. Es bleibt schwierig, das letztendlich zu bewerten. Ich kann das jetzt hier nicht bewerten, ob das, ob es gerechtfertigt war, ja, nein, kann man so jetzt nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass sie es akzeptiert hat, dann, als sie wusste, was sie abzusitzen hat, es abgesessen hat und dann das Rennen nicht weggegeben hat. Das finde ich schon ganz schön gut. Also, weil letztendlich 5 Minuten ist normalerweise eine Zeit, wo du sagst irgendwie so, wow, okay. Tag gelaufen. Ja, ich Patrick Lange heißt. Ja, genau. Wir haben ja schon vor 2-3 Wochen mal über das Ranking und die Ironman Pro Series gesprochen und können dann gleich noch ein bisschen tiefer in die Zahlen eintauchen. Aber ich glaube, das spielt jetzt dann auch eine Rolle. Du sagst, das Rennen nicht weggegeben. Es geht ja neben dem einzelnen Rennen auch immer noch auch manchmal um Qualifikation und B, eben auch um das Gesamtranking. Und in dieses Gesamtranking kann man eben auch nur 3 Langdistanzen einbringen. Und wenn man jetzt bei einer schon irgendwie so in Schlagweite ist und sagt, okay, vielleicht kann ich es nicht mehr gewinnen, aber trotzdem noch irgendwo nicht zu weit hinter der Siegerin ins Ziel kommen, dann zählen diese Punkte richtig was. Und das kann am Ende dann mehr wert sein, als das Rennen wegzugeben, auszusteigen und 2 Wochen später woanders das nächste zu machen. Ja, das können wir uns aber hier am Mikro so schön erzählen, dass es theoretisch gut wäre, das zu machen. Aber sag das mal deinem Kopf, wenn du kopfschüttelnd dastehst und sagst, für was habe ich die gekriegt jetzt? Für was? Was soll das? Warum muss ich jetzt hier 5 Minuten stehen und das dann letztendlich wieder aber dann umsetzen und das dann trotzdem schaffen? Und das hat sie geschafft. Sie ist konnte sie sich dann trotzdem noch, und das ist eigentlich schon fast verwunderlich, dann letztendlich hatte sie dann trotzdem die beste Laufzeit, obwohl sich ihre Wade wieder gemeldet hat unterwegs. Aber nicht vergleichbar offensichtlich mit Miami, weil sie es irgendwie geschafft hat, es dann trotzdem zu kontrollieren. Sie ist immer mal wieder, man hat sie gehen sehen und sie hat gesagt, sie hat es halt ganz bewusst dann an den Verpflegungsstationen ist sie gegangen, um quasi mal wieder Entlastung zu geben. Also dass man nicht immer drauf haut und dann wieder angetreten, es immer wieder durchgehen, wieder geschafft, das so im Griff zu behalten. Ja. Vielleicht war es eine Verhärtung am Ende, das wird sich sicherlich noch rausstellen, aber ich habe jetzt nichts Schlimmeres gehört. Ja,
hat letztendlich zu einem fast glatten 3-Stunden-Marathon gereicht, muss man sagen. Und das ist auch letztendlich was, weil es hat gereicht, um den Sieg zu holen. Mhm. Und das ist schon eine richtig große Nummer. Auch im Hinblick auf die Wertung. Ja, schauen wir doch mal auf die Wertung. Wir hatten jetzt die erste Langdistanz und ein Langdistanz-Sieg gibt 5000 Punkte, egal wie schnell man ist. Interessant wird es dann für die Nächstplatzierten, weil da zählen dann die Rückstände in Sekunden. 5000 Punkte gibt es für den Sieg. Wenn ich Zweiter werde mit einer Sekunde Rückstand, kriege ich 4999 Punkte. Bei einer Minute Rückstand wären es dann 4940 für 60 Sekunden, damit 60 Punkte Abzug. Und da wir jetzt die erste Langdistanz haben und vorher nur eine Mitteldistanz, hat das natürlich im Ranking ordentlich was durcheinander geschüttelt. Wir hatten nämlich bisher ja bei den Frauen die Situation, dass Taylor Nipp den Ironman 73 Ocean Zeit mit einem so großen Vorsprung gewonnen hat, dass da eine riesige Lücke war, aber jetzt natürlich die Langdistanzergebnisse doppelt zählen quasi. Ja. Jetzt wird einem nochmal richtig bewusst, ne? Genau, ja. Genau. Also um das nochmal aufzuschlüsseln, ein Langdistanz-Sieg gibt 5000 Punkte, ein Mitteldistanz-Sieg 2500 und bei den Weltmeisterschaften gibt es nochmal einen Aufschlag von 1000 Punkten auf Hawaii für die Langdistanz oder von 500 Punkten beim Ironman 73 in Neuseeland, dann zum großen Finale der Saison. Wir haben jetzt 2 von 20 Rennen hinter uns, wobei 20 Rennen nicht ganz korrekt ist, da wir ja noch diese ganzen Rennen haben, wo eben nur Frauen oder nur Männer starten, wie die Europameisterschaften für die Frauen hier in Hamburg, für die Männer in Frankfurt und da gibt es dann also nur Punkte für ein Geschlecht und es sind dann eben nicht 20 Rennen, aus denen die Athleten auswählen können. Einbringen in die Serie kann man 5 Rennen maximal, davon 3 Langdistanzen. Und wenn wir jetzt mal schauen, führen tut nämlich nicht Katrina Matthews, sondern Finella Langridge, die jetzt Sechste geworden ist. Die hat aber gar nicht so einen großen unerreichbaren Vorsprung vor Katrina Matthews, weil eben der Vorsprung von Taylor Nipp und die entsprechende Abstufung der Punktezahlen für die anderen Frauen in Oceanside so groß war. Ja. Ne? Also aktueller Stand 5.593 Zähler für Fenella Langridge und 5.000 für Kat Matthews und als Dritte dann Danielle Lewis mit 4.969 knapp dahinter. Also wenn man sich das anschaut, das ist eben ein Unterschied von 31 Sekunden. Ne? Ja, aber die Messe ist noch lange nicht gelesen. Wenn man das mal ausrechnet, ja, ich habe das mal hier gemacht. Wir stehen jetzt hier eben beim Stand von 5.600 Punkten. Maximal erreichen kann man nämlich 21.500. Das wären 3 Langdistanzsiege inklusive Nizza für die Frauen oder Hawaii für die Männer. Sind in der Summe 11.000 und dann gibt's noch 2 Mitteldistanzsiege, die man erreichen kann. 2.500 für das eine und 3.000 für die Weltmeisterschaft. Sind in der Summe 21.500 Punkte und wir sind also gerade mal so beim Viertel der Idealpunktzahl, also noch weit davon entfernt, dass man jetzt aus 2 Rennen irgendeine Prognose abgeben könnte. Absolut. Und ja, ich glaube, man weiß ja auch dann noch, dass ein paar Leute, die auch um die Titel mitspielen, in der Pro Series wahrscheinlich keine Rolle spielen am Ende. Ja. Also mal schauen. Ja. Platz 12. Da steht momentan die beste Deutsche, Jana Uderstadt. Ich glaube, die ist auch 12. geworden. Ganz in genau. Texas, hat noch kein Ironman 73 Ergebnis eingebracht. Und da sieht man dann eben der 12. Platz in Texas mit einem Rückstand von 41 oder 42 Minuten ist fast genauso viel wert, wie der Sieg in Oceanside es war. Ne? Also, yeah. Ne, das meinte ich vorhin. Also daran sieht man halt, wie heftig mehr Langdistanzen halt rein. Genau. Also der 12. Platz von Jana Uderstadt ist mehr wert als der Sieg, der überragende Sieg von Taylor Nipp. Beide haben ein Rennen gemacht, aber wie gesagt, am Ende wird sich da noch viel durcheinander würfeln, bevor es sich dann irgendwann zuspitzt und man dann Prognosen machen kann, wie es ausgehen kann. Da sind wir noch viel zu früh. Ja, aber es geht ja direkt weiter, ne? Also St. George, Ironman 73 St. George am kommenden Wochenende. Genau, da lass uns mal gleich drüber reden, nachdem wir noch einmal auf die Männer geschaut haben. Da nämlich sehr erfolgreich. Patrick Lange, noch kein Sieg. Aber ein Rennen, mit dem er nicht zufrieden war, ein Rennen, mit dem er zufrieden ist und ein deutlicher Vorsprung im Gesamtranking. Patrick Lange führt nämlich die Ironman Pro Series
mit einer Gesamtpunktzahl von 6.519 vor Matt Hansen, der auch zwei Rennen eingebracht hat, 5.884. Und wenn wir da gucken, der Sieg von Thomas Rodriguez ist, ja, er ist ins Ziel gekommen in Oceanside, wenn auch nur auf Platz 45. Ja. Ne, auch dafür gab es dann Punkte, zwar nur 582, aber eben 5000 für den Texas-Sieg. Der liegt jetzt auch in diesem Ranking auf Platz 4 und ja, liegt bei irgendwo zwischen all denen, die auch zwei Rennen eingebracht haben jetzt. Ja, da wird es jetzt wirklich spannend, was er sich für einen Rennkalender rausgesucht hat. Ja. Denn da hat bisher, glaube ich, noch niemand drauf geguckt. Wie gesagt, er hat angesagt... Er will die Serie gewinnen, ja, ja. Absolut. Ne. Ja, ja. Es ist, und ja, ein ja doch ernstzunehmender Konkurrent von Patrick Lange, wenn wir das mal so sagen wollen, ist hier nicht ins Ziel gekommen. Joe Skipper hat einen DNF zu verzeichnen. Der hat sich das natürlich auch anders gedacht. Ne? Denn nach Oceanside hat er noch gesagt, so im Ranking ist das noch gar nicht so schlimm. Ne? Ich war noch ganz gut platziert, aber jetzt fällt halt dieses Rennen weg. Dann wird's halt schwierig. Ja, ne? Also da brauchen wir auch gar nicht so weit in die Tiefe gehen, weil es, wie gesagt, noch sehr jung ist. Paul Schuster in dem Ranking auf Platz 9, Florian Angert auf Platz 11 und haben wir sonst noch welche unter den Top 20? Ja genau, Jonas Hoffmann steht auf Platz 19, aber wie gesagt, da wird schon am kommenden Wochenende sich eine Menge tun. Ja, reden wir doch über Oceanside. Ja. Machen wir noch vorher einen kurzen Moment Pause. Wir haben nämlich einen weiteren Werbepartner für euch. Ihr könnt jetzt nämlich sagen, oh, ihr schaut da überall nach Amerika und so weiter. Triathlon ist doch auch in der Heimat schön. Und wir haben es tatsächlich neulich gehabt. Wir haben eine große Strecke in der Triathlon gehabt, vor zwei Ausgaben, glaube ich, wo es um Trainingscamps ja, in der Heimat geht. Und da haben wir noch einen Camp gefunden, und zwar im Salzburger Land in Österreich. Und zwar das Triathlon-Camp im Hofgut Apartment und Lifestyle Resort Wagrain. Das findet statt vom 8. bis 16. Juni 2024. Ist ein schöner Termin, wenn man jetzt irgendwo noch plant. Ja, da gibt es auch viele Highlights. Kurzdistanz in Hamburg, Langdistanz in Rot und Frankfurt. Da passt das ideal in die Vorbereitung rein. Man braucht nicht fliegen und so. Das Ganze kann man mit zwei Optionen wählen. 4 oder 8 Nächte. Man kann es einzeln buchen oder als Gruppe. Auch Familienmitglieder sind willkommen. Da wird ganz viel geboten und kann dann eben ganz gezielte Trainingsreize für den Kern der Saison 2024 setzen. Geleitet wird das Ganze vom ehemaligen Profi-Triathleten und Triathlon-Coach Niklas Baldauf. Ja, es geht natürlich da über alle drei Disziplinen. Im Schwimmen gibt es ein beheiztes 25 Meter Sportbecken, wo man ganz gezielt trainieren kann, wo man zum Beispiel auch eine Video-Schwimmanalyse durchführen kann. Beim Radfahren startet man in diesem Camp auf 925 Metern Höhe, hat da verschiedene Möglichkeiten, seine Radperformance zu steigern, und auch da bieten Baldauf und Kollegen verschiedene Trainingsreize an durch ganz gezielte Radeinheiten. Da kann man Kraftausdauer machen, Intervalle fahren, an der Radtechnik feilen oder auch für Einsteiger erstmal ein Fahrsicherheitstraining durchführen. Das Ganze eben in den Salzburger Alpen in Gruppen, die leistungsgerecht eingeteilt werden. Auch das Lauftraining ist sehr spezifisch, da geht es vor allen Dingen um die Optimierung der Lauftechnik. Auch da gibt es ganz spezielle Einheiten mit Laufschulen, mit Steigungsläufen, Technikläufen, Hügelläufen. Das Ganze auch in Gruppen in einer wunderschönen Umgebung. Und wer dem Ganzen dann noch Triathlon-Schliff verleihen möchte, der kann auch noch Wechseltraining machen, spezifisches Krafttraining und Athletiktraining oder einen Mini-Triathlon in einem Wechseltraining machen, wo man sich optimal für den nächsten Wettkampf vorbereitet. Und jetzt bimmelt hier mein Telefon. Das muss ich mal gerade ausmachen. So, da war ein Athletenmanager dran. Bin mal gespannt. Wir nehmen ja wieder auf. Jetzt kommt wieder irgendeine Neuigkeit. Oh Gott. Ich guck mal nebenher. Mach mal weiter. Guck mal nebenher. Ne? Also es gibt alles, was das Triathlon-Herz begehrt. Wunderschöne Apartments im Resort, Hofgut in Wagrain mit exklusivem Wellnessbereich, mit Sky-Sauna. Ganz spannende Freizeitaktivitäten, die ein bisschen abseits sind vom Triathlon. Es gibt 3 Golfplätze, Klettermöglichkeiten, Bogenschießen, Wanderrouten. Dann natürlich obligatorischen Kraftraum, 25 Meter Außenpool, auch neben dem Indoor-Pool.
Und das Ganze liegt direkt beim Ressort. Man hat also perfekte Bedingungen fürs Laufen und Radfahren und Schwimmen. Und damit das gut vorbereitet ist, auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. 6-mal Abendessen ist auch inklusive. Und beim Thema inklusive haben wir natürlich auch für diesen Partner ein Angebot für euch zusammengestellt. Und zwar bekommt ihr 10% Rabatt auf den Camppreis für das 4-Tage-Programm mit dem Rabattcode Triathlon 4 Tage und für das 8-Tage-Programm mit dem Rabattcode Triathlon 8 Tage. Die Ziffer jeweils ausgeschrieben, aber das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Alle weiteren Informationen findet ihr unter hofgut.com oder einfach per E-Mail, wenn ihr mehr wissen wollt, unter info@hofgut.com. Wie gesagt, alles weitere auch in den Shownotes. Ja, schauen wir voraus aufs Wochenende. Ja, denn es geht jetzt ja wirklich, also St. George am kommenden Wochenende, in der Wochenende da drauf, ist dann schon Mallorca auch, ne, wieder, auch gehört auch zur Serie. Und ja, Patrick Lange gibt sich Mallorca. Und das ist für ihn auch neu, ne? Jetzt das so einzusteigen und zu sagen, ich mache so schnell nach einer langen Distanz wieder sofort das nächste Rennen. Und auch jetzt hier, wenn man auf die Startliste guckt in St. George, sind einige Namen dabei, wo ich mal so sagen würde, ob die wirklich an der Startliste stehen. Die waren nämlich jetzt noch in Texas unterwegs. Ob die das wirklich schaffen, sich das zu geben? Ach komm, Jonas Deichmann macht das doch jeden Tag. Ja, der macht das jeden Tag. Aber zum Beispiel, ich will jetzt nicht, wer hat es, bei wem habe ich es gelesen? Ich meine, bei Matt Hansen habe ich zum Beispiel gelesen, der jetzt die Hawaii-Quali geschafft hat. Der hat gesagt so, oh, ich wollte eigentlich, aber ich sehe mich noch nicht in St. George. Wen man aber sehen wird in St. George ist Sam Long. Und das ist wieder, finde ich, es ist ja so der, ja, vielleicht bin ich da auch beeinflusst irgendwie, aber ich glaube, das ist so einer der heißesten Namen gerade, wo man immer wieder drauf guckt und immer wieder sagt irgendwie so, na, wie funktioniert es diesmal? Und auch dieses Mal gibt es wieder eine Besonderheit, wo er dann nämlich, er hat jetzt jüngst ein Video veröffentlicht, wie er mit seinem Baby-Jogger unterwegs ist und hat gesagt halt irgendwie so, und auch davor schon habe ich gesagt, oh, was ist denn jetzt los? Nach Singapur kam auf einmal so eine Meldung, oh, ich bin im Tief irgendwie, mental tief, irgendwie, oh, nach so der Blues nach einem großen Rennen. Und das hat er jetzt nochmal gesagt, er hat halt eine Woche gehabt, wo er quasi nichts gemacht hat und da ging es ihm gar nicht so gut. Und da hat er gesagt, wie begegnet man dem am besten? Richtig, Vollgas im Training. Einfach wieder voll reinhauen und eine richtig schöne, harte Trainingswoche einlegen. Und das hat er auch gemacht. Und macht jetzt quasi St. George so richtig aus dem Vollgas. Ja. Bin mal gespannt, wie lange das gut geht. Aber ja, schauen wir mal. Jeder so, wie er es braucht. Und ich meine, Sam Long hat gute Erfahrungen. Ich bin ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr traurig, weil ich mich wieder auf das Duell mit Lionel Sanders gefreut habe. Der musste den Stecker ziehen. Eine Stressfraktur, wahrscheinlich eine Stressfraktur in der Rippe. Das ist was Seltenes. Ich habe in die Kommentare unter seinem, da haben sich mir einige gemeldet, die gesagt haben, hatte ich auch gerade schon. Ich habe das noch nie gehört. Ja, Rippenprellung, Rippenfrakturen kennt man ja, aber. Ja, aber durch Trauma und nicht irgendwie. Durch Traumata, aber nicht durch ja. Ja, ne, also das ist, ja. Zu sehr rotiert beim Schwimmen. Ja, keine übliche Triathlon-Verletzung, würde ich mal sagen. Da gibt es Dinge, die deutlich häufiger sind. Ne? Wade-Achillessehne haben wir schon erwähnt heute, kam schon zur Sprache. Ja. Ne? Er hat ein Video dazu gemacht, wo er es genau erklärt, irgendwie was passiert ist. Also zusammengefasst hat er gesagt, er hat es einfach übertrieben. Er hat nicht auf die Warnsignale des Körpers gehört, hat weiter draufgesetzt und wird jetzt, so wie es eigentlich nicht sein sollte, wird halt dazu gezwungen, Pause zu machen, weil der Körper irgendwann sagt, nee, jetzt geht's nicht mehr. Und das wird für ihn jetzt einige Wochen Pause, ich glaube, er spricht von 4 bis 6 Wochen Pause, bedeuten. Heißt, er kann jetzt quasi in diese unmittelbar heiße Phase der nächsten Rennen nicht eingreifen. Wie gesagt, St. George sehen wir ihn nicht. Da wäre er sonst am Start gewesen, wahrscheinlich. Und aber er sagt, das große Ziel ist sowieso Ende Oktober, Hawaii. Und das bleibt unverändert sein großes Ziel. Und ja, wird uns auf dem Laufenden halten, wie es ihm jetzt in den nächsten Wochen ergeht. Aber es ist halt wieder das, was vermutlich dazugehört,
dass es immer mal wieder so einen Rückschritt auch geben kann. Mhm. Das ist, glaube ich, trotzdem, also ist für uns Age-Grupper schwer zu ertragen und ich glaube für die Profis ist es auch schwer zu ertragen. Ganz schlimm sowas. Ja, wenn wir einmal kurz durchgehen, einmal von oben nach unten die Startliste. Sam Long steht bei den Männern ganz oben, Jackson Laundry steht drauf, der ja, da kriegen wir ja quasi unser Rückspiel sozusagen von Oceanside und auch Maximilian Sperl ist wieder dabei. Bin ich sehr gespannt, da soll es auch noch was geben bei uns, Augen aufhalten nächsten Tage und auch so ansonsten ja, sehr viele Namen, die wir in Oceanside auch gesehen haben, das werden viele halt letztendlich nutzen, um einfach ihren US-Aufenthalt, wenn sie nicht sowieso Amerikaner sind, einfach da jetzt diese großen Rennen, die es auf der Tour gibt, dann auch zu nutzen. Cameron Wolf steht drauf, Braden Curry steht auch drauf, der einen DNF hatte, Robert Wilkowicki, der jetzt einen DNF hatte in Texas, steht drauf, Matt Hansen habe ich schon angesprochen. Ja, also einige Namen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieses richtig elektrisierende Duell ist, finde ich, dadurch jetzt so ein bisschen weg. Ja, natürlich werden wir auch danach wieder auf die Wertung der Ironman Pro Series schauen. Ich schaue jetzt mal gerade. Eigentlich haben alle bis Platz 10 die Möglichkeit, Patrick Lange jetzt vom Thron zu stoßen, da, also von der Führungsposition. Wenn jetzt nicht einer, der höher gerankt ist, noch da ein Finish hinlegt, was nicht oder überhaupt ein Finish hinlegt, ja, also wir gehen mal davon aus, dass da auf jeden Fall ein Machtwechsel wieder stattfindet, bei den Frauen ganz genauso, dafür ist es noch zu jung und zu dicht und noch nicht zu sehr Langdistanz durchsetzt, ja, also ja. Jetzt zählt einfach am Anfang noch die Vielstarterei und irgendwann kommen dann die Streichergebnisse. Ja, ne? Ja, und auch unabhängig von der Wertung halt auch spannend, also Maximilian Sperr habe ich schon genannt, auch Magnus Männer wird wieder am Start sein, das wird dann natürlich auch wieder für den Rennverlauf interessant, also da, mal sehen, also vielleicht kriegen wir ja tatsächlich so ein Oceanside-Revival, ja. Das wäre ja nicht so schlecht. Ja, ja, coole Location, wir waren da damals zur Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Ja, ich musste in den Tagen jetzt wieder sehr daran denken, ich habe damals ja den Radstrecken-Check gemacht, bin die Strecke, einfach geil, einfach eine geile Rennstrecke, wo man einfach gesagt hat, so ja, ist hart, aber macht aber auch richtig Spaß, das ist so, wo einem was geboten wird. Im Gegensatz zu, um nochmal zurückzugreifen jetzt, also da in Texas, ist nur meine persönliche Meinung, aber ich würde mich für so ein Rennen nicht begeistern können. Und die laufen von mir aus schon noch, das auch ja. Mit den Parkwegen und so weiter und dadurch das alles noch, aber dieses auf der Autobahn rauf und runter fahren mit diesen Pulks genau. Also schlimm. Ja, wir haben ja bisher nur über die Profis gesprochen, die Bilder haben viele gesehen da draußen wahrscheinlich schon, was auf der Radstrecke bei den Age-Gruppen abgegangen ist, wo einfach null externe Selektion stattfindet. Man könnte jetzt sagen, der Wind selektiert natürlich, der Wind führt aber, das habe ich im letzten Jahr in Frankfurt erfahren müssen, führt natürlich auch zu Pulkbildung, weil dann die Ersparnis einfach mal deutlich größer noch ist und man sich eher verleiten lässt, wenn man es mit dem Regelwerk nicht so genau nimmt, dann auch noch den Vorteil zu nutzen. Und das waren wirklich schreckliche Bilder, die wir von der Radstrecke gesehen haben, wie wir sie eigentlich nicht mehr sehen wollen, aber das liegt einfach nun mal an der Streckenführung. Tja. Ja. Traurig, aber wahr. Das wird es so in diesem Ausmaß dann vermutlich in St. George nicht geben. Also das nee. Ist, also selektiv hat ein Gesicht und das ist dann St. George. Kann man, glaube ich, schon sagen. Ja, wunderbar. Laufen nachher ja auch. Also Laufen ist auch. Es ist einfach ein sehr anspruchsvolles Rennen. Ein sehr anspruchsvolles Rennen, ne? Ja, es genau. Die Frauen wollen wir natürlich nicht unterschlagen. da gibt es keine deutsche Beteiligung. Paula Finlay, Sky Mönch, Ellie Salthaus. Eigentlich, ich glaube, die einzige, die nicht englischsprachig ist, wenn ich das sehe, ist Gurutze Freires Laralde aus Spanien. Der Rest kommt entweder ja, aus Kanada oder aus den USA, Südafrika, Großbritannien. Was haben wir noch? Ja, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ich würde mal auch sagen, hier nicht ganz so super voll mit den ganz großen Namen, die wir ja so bei PTO dann so handeln. Aber naja, trotzdem, Paula Finlay, Sky Mönch, Ellie Salthaus, Daniel Lewis, Jenny Metzler, Jackie Herring. Es wird auch da ein großes Rennen geben, definitiv. Aber es fehlt auch mir da so ein bisschen noch die, ja, wahrscheinlich aus europäischer Sicht so ein bisschen
die Würze noch. Ja, aber das wird jetzt ja kommen, denn das vierte Rennen der Ironman Pro Series ist dann der schon erwähnte, vorhin erwähnte Ironman 73 Mallorca, eine Woche später, am 11. Mai. Und dann ist es auch gar nicht mehr so weit. Jetzt am Sonntag in 4 Wochen ist schon Ironman Hamburg. Ja, Wahnsinn. Auch erst die zweite Langdistanz im Ironman Rennzyklus. Da eben dann nur mit den Frauen am Start hier in Hamburg aus Profisicht. Ja, also das... ich hoffe einfach mal, dass auch diese Serie dann dazu führt, bei einer überschaubaren Anzahl von Ironman-Rennen, die überhaupt im Rennkalender stehen in der Pro Series, dass eben auch solche Rennen wie die Ironman-Rennen in Deutschland, wo wir ja auch traditionell wissen, wenn es eben in Anführungszeichen nur die Frauen-EM ist, dass sie manchmal nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen und auch die Starterfelder nicht so groß waren teilweise, dass das eben jetzt da nochmal eine Wendung nimmt. Das glaube ich auf jeden Fall. Also das, was wir haben es ja hier teilweise dann schon mit 5 oder 6 Frauen, meine ich, gesehen im Profifeld, das wird es glaube ich so nicht mehr geben. Und man sieht es ja jetzt auch hier, also vor allem bei den Männern ist auch die Startliste wieder richtig lang und bei den Frauen auch ordentlich Text, das war auch unfassbar lang. Das werden die Felder einfach größer. Ja. So, ja. Und es ist halt einfach so, auch so ein Rennen wie St. George, ist das Rennen auch aus meiner Sicht fast schon größer als die Leute, die es machen. Also für mich ist das auch attraktiv, das anzugucken, eigentlich unabhängig davon, wer da startet, weil die werden sich auf jeden Fall einen guten Fight liefern. Und welcher Name dann da steht, ist mir sowieso egal, aber das wird gut. Ja. Es gibt einiges zu gucken in den nächsten Wochen und Monaten. Es gibt einiges zu gucken und zu machen in den nächsten Monaten. Was ihr erstmal akut machen könnt, ist 15% Rabatt bei Pillar Performance. Es gibt 10% Rabatt auf ein Trainingslager, was aus vielen Bereichen, wo man uns im deutschsprachigen Bereich hört, gut erreichbar ist im Salzburger Land. Es gibt den großen Ausverkauf von Carbon und Lactat Merch aus der letzten Kollektion auf spurmedis.de. Es gibt morgen Feiertag, wo ihr mit Anna und mir radeln könnt. Für viele ein langes Wochenende, ein erstes von 2 langen Wochenenden vielleicht, wo es ordentlich um Trainingskilometer geht. Dieses Wochenende bin ich noch dabei. Nächstes mache ich nur am ersten Tag, und zwar am Himmelfahrtstag gleich einen Marathon, und dann mache ich 3 Tage die Beine hoch. Also eine etwas unübliche Planung eines verlängerten Wochenendes, aber es gibt auf jeden Fall auch danach was zu erzählen. Nächste Woche bin ich raus. Ihr hört von uns. Auf jeden Fall. Und dann hört ihr die Ergebnisse aus St. George und den Vorbericht für Mallorca und alles Weitere, was sich sonst in der Triathlon-Welt tut. So ist es. Einen schönen Tag, Abend, Feiertag, wann auch immer ihr uns hört. Bis bald. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.